Ja, hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zurück hier beim Mr. Easy Racer und dem Let's Play Project Cars. Ja, liebe Leute, wir waren hier im letzten Part stehen geblieben, nachdem wir diese Stock-Car-Challenges da komplett abgeschlossen haben. Und jetzt geht's wieder in die LMP2-Serie rein. Und ich würde sagen, liebe Leute, wir probieren das jetzt mal gemeinsam aus. Also, ich bedanke mich da doch mal an den lieben User, der mir da immer so freundlich schreibt. Ich sollte es doch jetzt mal bitte so machen, oder bitte richtig machen alles, damit eben die... irgendwie ist das Hintergrundbild so schlecht gerade. What the fuck, so richtig kriselig. Aber ja, nee, also man wurde, oder mir wurde geschrieben, dass ich das jetzt mal wirklich richtig machen soll. Und da habe ich gedacht, komm, das nehme ich jetzt auch direkt mal auf. Mein halbes Lenkrad ist eingestaubt, das ist natürlich auch super. Nee, ich habe natürlich schon länger jetzt nicht mehr gezockt. Ja, wieder ein bisschen Stress gehabt in den letzten Tagen. Deswegen kam auch nur, ja, wenn es hoch kam, ein Video am Tag. Aber, ja, wir können ja jetzt... Also, passt auf, liebe Leute. Wir werden jetzt fahren. Wir werden mal eine Runde fahren. So, wir probieren das jetzt. Wir nehmen uns jetzt wirklich die Zeit. Training. Und werden das Gleiche dann im Qualifying genauso machen. Die Frage ist halt, ob ich überhaupt rausfahren muss im Training. Also im Qualifying muss ich ja safe rausfahren, weil ich brauche ja eine Rundenzeit, ganz einfach. So. Ja, ganz normal Nürburgring, das war nicht die Nord- oder ist nicht die Nordschleife, wie ich es zuerst befürchtet hatte. Die Dinger haben natürlich auch hier gut Grip, gell? So. Jawohl, die sind schon richtig Hammer, ey. Aber hier haben wir trotzdem... Ja, das sind einfach so Stellen. Ich mach mal kurz mal Fernseher noch mal ein bisschen leiser. Das sind einfach so Stellen, da kann man halt auch einfach nicht so schnell durchfahren. Boah, alter Schwede, da untersteuert er gerade komplett. Ist er mir über alle Vierer gerutscht. Jetzt mache ich doch... Alter, das ist so ein schlechtes Zwischending. Das könnte schon zu laut wieder sein. Und das andere ist zu leise. Interessant, interessant. Aber es hat ja euch nicht zu interessieren. So. So, wo schaue ich jetzt hier nochmal zurück? Hier. Oh shit. Ah ja, oh ja, super. Jetzt habe ich natürlich hier alles ausgemacht irgendwie. Jetzt geht hier gar nichts mehr. Alter Schwede, ich habe irgendwie... So, jetzt haben wir den Rückspiegel mit an. Jetzt sollte das passen, glaube ich. Ne, ich hab irgendwie so viel irgendwie Untersteuern, Übersteuern gehabt. Untersteuern eigentlich mehr, eher gerade. Oh shit, der Bremspunkt war zu spät. So, ja, und nächste natürlich auch ungültig. Deswegen werde ich jetzt einfach mal in die Box fahren. Und werde das dann... ach so, nee. Hehe. Ich muss das ja anders machen. Zurück zur Box. So. Und jetzt kann ich Zeitverlauf mal, wie hoch geht das? 60? Ja, das ist ja wirklich super. 60 ist der nice. Das geht wirklich sehr schnell. Da können wir auch direkt mal gucken, was die hier schon mal für Rundenzeiten fahren. Wenn ich da irgendwie hier rüber komme, wahrscheinlich eher nicht. So, okay. Alles klar. Sagen wir weiter zu Qualifying. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das mal ganz genau an. So, wir gehen direkt raus auf Fahren. Alter, es pisst, Mann. Wieso? Sackgesichter, hey. Da kann es natürlich sein, dass ich da nichts in Sachen Startaufstellung zu melden habe. Weil das wird Rutschpartie werden ohne Ende. Ihr wisst es ja. Oder ihr kennt es ja. Wir sind schon öfters hier im Regen gefahren. Da wird jeder kleinste Fehler wird hier bestraft bei den LMP2 Autos. Boah, den muss man hier echt rumheben. Unfassbar. So. Und vor allem bei den Curbs, da müssen wir mega vorsichtig jetzt sein. Wirklich mega vorsichtig. So. Aber erstmal schön hier alles. Oh shit, Mann. Warm fahren wollte ich sagen, aber... Ich weiß nicht, wie gut man die Reifen warm fahren kann im Regen. Das ist immer eine schwierige Angelegenheit. Ich
Ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass es auch noch abtrocknet, weil dann habe ich natürlich auch mit der Simulation keine Chance. So. Gut, dass man da die Zeit auf 60 oder mal 60 stellen kann, das wusste ich jetzt natürlich nicht. Das macht das Ganze, Alter, dann natürlich ein bisschen einfacher. So, aber irgendwie kommt es mir so vor, als würde es nicht noch stärker anfangen zu regnen. So, ja. Und so auch vom Abstand her, sage ich jetzt mal, auf unserer Outlap hier, sind wir eigentlich ganz gut dabei. Ja, Alter, es klart jetzt schon mega auf. Irgendwie. So, hier durch. Ja, passt soweit. So, jetzt letzte Kurve und dann natürlich Bremspunkt für die erste Kurve finden. Das wird auch nochmal so eine Sache werden. Das wird auch nochmal so eine Sache werden hier. So. Das war schon zu früh eigentlich. So, direkt mal short geschiftet hier. Den zweiten Gang hier mitgenommen. Jawohl. Passt. Jetzt hier nicht zu sehr cutten, weil das gibt dann auch Abzug der Rundenzeit hier genauso. Aber da sind wir nicht von gefährdet. Ja, Sektor 1 wird nicht unser Favorite-Sektor sein. Das kann ich euch direkt mal sagen von Anfang an. So. Jetzt auch ein Ticken früher gebremst. Früher auf dem Gas wieder. Und dann schaut das super aus. Ah, der hinter mir, unglaublich stark. Wirklich brutal. So. Alter. Ich habe einfach einen Ticken zu viel untersteuern. Mal wieder. Ja, der ist wirklich brutal, der hinter mir. So, jetzt sind wir mittlerweile komplett auf einem Trockenen fast. Fast zumindest. Ja, passt soweit. Ah, der passt nicht. Ah, shit. Da hätten wir viel mehr Schwung mitnehmen können, wenn nicht sogar müssen. So, ist die Frage, ob ich eh noch eine Runde dranhängen soll. Junge, ist der schnell. Halt's Maul. Joja, da kriege ich auch einen fetten Schlag ins Lenkrad ab. Alter Schwede. So. Jetzt fängt es doch wieder an, oder was? Oder waren es noch so die paar Resttröpfelchen, sage ich jetzt mal. So, ich bin Zweiter. Jetzt fragt sich nur, wie lange noch. Na, sehr geil. Jetzt hängt der aufgrund der besseren Topspeed mir hier so im Weg rum. Ja, du bist doch ein Spasti. Ja, ich weiß, es ist erlaubt, aber es macht mir gerade alles kaputt. Aber er ist auch schneller. Er ist auch wirklich schneller, aber ich liege jetzt schon wieder 4/10 hinten. Okay, man kann hier auch noch wirklich mit mehr Risiko durchpeitschen. Habe ich gerade herausgefunden. So. Jetzt versuchen wir dem einfach ein bisschen zu folgen. Ah, okay, meine Reifen bauen noch langsam irgendwie ab. Was ist, wenn ich jetzt in die Box fahren würde und mir Trockenreifen holen würde? Das sind doch bestimmt Regenreifen, oder? Ja, so wie es ausschaut zumindest. Also, ich glaube, macht fast mehr Sinn. So. So, jetzt wäre ich auf jeden Fall mal... Kriege ich überhaupt noch eine Runde hin? 4 Minuten. Ja. Ich kann jetzt ja mal simulieren. Wir probieren es einfach mal. So, jetzt werde ich Elfter. So, und jetzt bleibe ich auch Elfter. Also, es stimmt tatsächlich, dass man das wirklich simuliert und dann... Okay. Interessant, hätte ich jetzt mal gesagt. Jo, alles klar, würde ich sagen, gehen wir rein. Jo, 11. Platz. Ich denke, da ist
einiges noch drin. Ein Punkt oder ein Platz hinter den Punkten. So. Direkt mal in den zweiten geschaltet. So, jetzt sind wir natürlich hier auf der Innenbahn. Haben wir leichte Arschkarte gerade gezogen gehabt, weil unser lieber Teamkollege irgendwie da ein bisschen langsamer gemacht hat. So, aber wir sind immerhin mal auf 9. Das ist ganz gut für den Start. Ach du Scheiße. Ach du Kacker. So, wieder ungefähr da angekommen, wo ich losgefahren bin, nachdem ich mich so wunderbar vertan habe in der ersten Kurve. Jo. Kurz einen Titscher mitgekriegt. Jetzt wusste ich nicht, ob da innen noch einer fährt. Aber jetzt schätze ich mal nicht. So, wir können jetzt hier voll Attacke fahren, weil die Reifen halten das schon. Hätte ich jetzt mal behauptet. Boah, alter Schwede. Da muss man. Alter, Junge, Junge, Junge. Da haben wir jetzt eigentlich richtig gut durch, nur der hat wieder mehr Topspeed als wir. Da müssen wir uns hart reinbremsen hier. Jo. Irgendwo habe ich gerade einen Treffer mitbekommen, der fährt noch außen. So, jetzt liegt es aber an der Zeit, dass du nachgibst, mein Freund. Jo, das hat dich jetzt mehr gekostet, als wenn du vorher nachgegeben hättest. So, stark. Super. Den Mehrschwung einfach mitgenommen. Den Mehrschwung, den ich da hatte, einfach nur mitgenommen. Und dann gut durchgesetzt. Also, bis jetzt läuft ganz gut. Boah, shit, der war wieder einen Ticken zu spät gebremst. Das kostet jetzt mehr Zeit, als dass es mir was bringt hier leider. Die war wirklich perfekt gefahren eigentlich. Ja, aber so überlegen bin ich hier leider nicht, sage ich jetzt mal, wie ich hätte sein können. So, da werden auch nur die Gänge runtergeknallt. So, jetzt hängen wir hier schön dran. Wie gesagt, erster Sektor ist eigentlich nicht mein Sektor. Jo, wunderbar. Dass da einer fährt, irgendwie ist dir unbekannt wahrscheinlich, ne? Deswegen ziehst du halt einfach rein. Und ich stehe halt da mal mit, komplett quer. Das war nicht so geil. Dafür jetzt halt hier mit der Brechstange. Jo, so kann man es mal machen, würde ich mal behaupten. So. Eieieiei, untersteuern ohne Ende. Aber ich fahre das halt auch brutalst. Also. Boah, Alter, hier muss man echt. Ich bin da immer ganz kurz am Lupfen, weil ich habe so viel Schiss, dass mir das Auto da komplett weggeht. So. Und jetzt heißt es Jagd auf die Top 4 machen. Bis jetzt schaut das wirklich 1A aus, die Runde. Hätte ich behauptet. So, jetzt hier richtigen Bremspunkt erwischen. Der passt auch besser als letzte Runde. 1A, wunderbar. Hier rutscht mal wieder ein bisschen. Aber noch alles im Rahmen. Ohne, dass ich jetzt zu viel Zeit verliere. So, 1,53,5. Meine Bestzeit. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Ist jetzt halt die Frage, wie weit kommen wir noch nach vorne? Das Treppchen ist natürlich noch in Reichweite. Ganz klar. So, gut umgesetzt hier. Kam jetzt sogar noch einen Ticken besser ran. So. Ja, 3 Minuten haben wir noch. Ah, shit. Bisschen Platz muss ich ihm lassen. Ganz abdrängen kann ich ihn jetzt da nicht. Aber schaut gut aus jetzt. Wir sind innen.
So, und spätestens jetzt hat er aufzugeben. Jawohl, so ist es. Sauberes Manöver. So, vielleicht jetzt mal hier nicht so über die Curbs heizen. Und da geht das Ding hier auch voll. Wunderbar. Vielleicht können wir jetzt nochmal so einen Move starten wie vorhin gerade hier. Oh shit. Den lasse ich mal lieber wieder fahren, weil habe ich Glück, dass ich mein Auto nicht weggeschmissen habe. Huiuiui. Kleine Schrecksekunde. So, ja, wenn wir Glück haben, haben wir jetzt noch zwei Runden. Also Treppchen ist auf jeden Fall noch drin. Hätte ich jetzt mal behauptet. Vielleicht... Ah, da ist er weg. Das war wohl das Treppchen, hä? Da wollte ich gerade sagen, vielleicht können wir uns den auf der langen Geraden holen und dann schmeiß ich da das Auto weg. Mein Gott, das war doch jetzt unnötig ohne Ende. So, und jetzt fahren wir ja doch zwei Runden, werden wir noch fahren. Können wir vielleicht wieder in die Top 5 vorstoßen. Das muss jetzt unser Ziel sein. Top 5. So schnell wie es geht jetzt vorne die Lücke zufahren. So. Das wäre jetzt noch wichtig, um noch wenigstens ein paar Punkte hier mitnehmen zu können. So. Ja, ich komme zumindest ran und die zwei battlen sich auch. Das ist natürlich... Ja, ein Geschenk, sozusagen. Ja, die geben sich richtig Saures da vorne nochmal. Aber wirklich richtig Saures hier. 1A, das kann natürlich für uns der Dosenöffner sein. Nach dem Fehler, ja, sowas. Sowas, liebe Leute, darf mir einfach nicht passieren. Dass ich da so abfliege, ganz klar. Das nehme ich auch ganz klar auf meine Kappe. Ja, auf wessen Kappe sonst, ne? Ich weiß, dass das Auto so ist. Ich weiß, dass das Auto so liegt. Klassischer Fahrfehler. Aber gut, wir sind jetzt hier zumindest nochmal dran. An den Top 5 Plätzen. Das ist doch wenigstens etwas. Ja, das ist mich hier einfach ausgehebelt. In dieser kleinen Bodenwelle da. So, jawohl. Irgendwie komme ich jetzt auch noch ein Ticken besser klar mit der Lenkung. Also, so viel Untersteuern habe ich jetzt gar nicht mehr. Schaut ganz gut aus. So, letzte Runde jetzt. So, der versucht innen zuzumachen. Macht er auch erst gut, aber dann lässt er Tür offen. Und ich steche eiskalt durch. So. Ich lasse ihm mal ein bisschen Platz innen. Ich wusste nämlich jetzt nicht ganz genau, wo er ist. Aber er ist hinter mir. Das passt. Top. Sehr, sehr schön. Ja, ich rutsche hier immer noch mal ein bisschen. Ich merke das halt sofort, wenn ich einen Ticken zu spät bremse. Da rutsche ich halt sofort. Aber gut, passt schon. I would say it passed. Wieder langsam schön aufs Gas, jawohl. Ja, Top 5 wird es bleiben. Aber ich denke mal, nach dem Qualifying-Ergebnis kann ich da noch ganz zufrieden sein mit. Das passt auf jeden Fall. Jetzt hier auch nicht mehr so viel Gas. Hier wieder einen besseren Winkel hier rein in die Kurve. Oh, Top 4 wäre... Ja, wahrscheinlich Top 3 sogar noch eine Runde. Obwohl, es wäre fast... Das wäre ein bisschen zu viel des Guten jetzt gewesen. So. Ich muss ja auch für meinen eigenen Fehler bezahlen, ne? Das ist ganz klar. Boah, shit, Mann. Auch nochmal hier. Gut am Rudern. Aber passt. Es wird nochmal eine neue schnellste Rennrunde, so wie es ausschaut. Ja, ein paar gute Punkte, aber es hätten mehr sein können, liebe Leute. Leider. Ja. Jetzt können wir noch mal ganz kurz gucken, wo unser Teamkollege denn
Ja, beste Runde waren wir eindeutig am schnellsten. Eindeutig. Sogar hier, die sind schneller gewesen. Krass. So, wir suchen HSM Racing. Der hat mal wieder gar keine Punkte geholt. Ist natürlich auch sehr, sehr nice. Jo, ist der Letzte geworden. Jo, tatsächlich. Wunderbar. 4 Runden. Bisschen wenig. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind doch eine mehr gefahren. Also, ich würde sagen, ich speichere mir ganz fix wieder die Wiederholung. Und dann würde ich auch behaupten, wir haben es für die Folge. Ja, 11 Punkte. Mit 56 Punkten liegen wir auf 2. Ja, wir müssen jetzt im zweiten Rennen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da jetzt auch von 11 starten. Das wäre jetzt natürlich top. Aber ich kann es euch nicht genau. Was? Warum? Warum starte ich jetzt von 20? Wieso? Das ist okay. Das andere hat ganz gut geklappt. Das gebe ich auch zu. Und wieso kann ich jetzt hier nicht scrollen? Ach so, muss ich das so machen? Nee, hä? Hä? Super, geil. Ich würde ja gerne gucken, wo der andere fährt, weil wenn der erste ist, dürfen wir uns jetzt einmal komplett durchs Feld jagen in der nächsten Folge. Naja, gut, ich kann nichts machen, liebe Leute. Ja, wenn es euch gefallen hat, den Part, wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Sagt ciao, Servus und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also, bis dann, liebe Leute.